Die gesamte 737 MAX-Thematik wird natürlich noch immer angeführt von der Frage, wann dieses Flugzeug endlich wieder bei den Fluggesellschaften aktiv im Linienbetrieb fliegen wird. Ja, und das ist halt dann jetzt auch so eine Frage. Ne? Im Internet sieht man immer wieder aktualisierte Bilder vom Boeing-Werk und da scheinen jetzt langsam aber sicher wirklich die Stellplätze für die 737 MAX auszugehen. Aber selbst dann, wenn ein Update für das MCAS der 737 MAX ganz offiziell zugelassen ist, die Maschine ganz offiziell wieder sicher fliegen kann, naja, dann muss man sich die Frage stellen, wie schnell schaffen es jetzt die ganzen Fluggesellschaften, ihre Maschinen wieder in die Luft zu bekommen, beziehungsweise wie schnell schaffen es die Airlines, die Maschinen jetzt bei Boeing abzuholen, dann bei sich in die Luft zu bekommen und mit den entsprechenden Crews auszustatten. Und darüber unterhalten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, wir steuern so langsam aber sicher auf fast 3 Monate 737 MAX Grounding zu. Es ist schon eine ganz schön lange Zeit und der von euch teilweise, aber auch von vielen Fluggesellschaften anvisierte Termin Ende August für die Inbetriebnahme der 737 MAX, der ist gar nicht mehr so unrealistisch weit weg, sondern der steht ja jetzt quasi schon fast vor der Tür. Eine Frage, die man sich jetzt aber wirklich zurecht stellt, ist die Frage danach, wie man die Maschine dann unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Auflagen wirklich schnell wieder in die Luft bekommt. Denn die 737 wird ja ein tiefgreifendes Software-Update bekommen. Das MCAS wird ein tiefgreifendes Software-Update bekommen, aber der ganz wichtige Punkt ist, das MCAS bleibt auf jeden Fall an Bord. Und ich denke mal, wir sind uns hier wirklich alle einig, ein Pilot, der die 737 MAX sicher von A nach B fliegen soll, der sollte sich mit diesem System, egal ob es jetzt überarbeitet ist oder nicht, der sollte sich damit wirklich auskennen. Und der sollte auch ganz genau wissen, was für Eigenheiten mit diesem System einhergehen. Und er oder sie sollte selbstverständlich auch im Training für dieses Flugzeug mit allen möglichen Fehlfunktionen des Systems konfrontiert werden, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf all das, was da aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal kommen kann. Aber wenn man über den Satz mal kurz drüber nachdenkt, das sollte doch eigentlich generell für einen Piloten und alle möglichen Fehlfunktionen seines entsprechenden Flugzeuges gelten oder nicht. Das ist gar nicht unbedingt an die 737 MAX gebunden. Worauf ich hinaus möchte ist, dass man sicherlich zu dem Entschluss kommen wird, dass eine Schulung auf die 737 MAX nicht mehr so stattfinden kann, wie das bis jetzt gehandhabt wurde. Piloten überall auf der Welt von verschiedensten Fluggesellschaften nutzen für die verschiedenen aktuellen Versionen der Boeing 737 genau ein einziges Type Rating. Logisch, das ist ja auch der große Vorteil dieser Flugzeugfamilie, dass man theoretisch mit nur einer Musterzulassung das komplette Portfolio an Flugzeugen fliegen darf. Also Piloten, die heute schon erfolgreich auf der 737NG unterwegs sind, also auf den Versionen 600, 700, 800 oder auch 900, diese Piloten können ohne größeren Aufwand auch Flugzeuge aus der 737 MAX Baureihe fliegen. Bis dahin ist das erst einmal nichts Neues, oder? Haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Aber jetzt wird's interessant. Also die Piloten, die jetzt auf die 737 MAX umgeschult werden, beziehungsweise deren Type Rating auf die 737 MAX erweitert werden soll, die müssen eben nicht im Simulator trainiert werden, sondern es reicht hier ein sogenanntes CBT, eine theoretische Schulung, ein sogenanntes Computer-Based Training. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört, ist vergleichbar mit einer Präsentation, die ihr auf eurem Computer, auf eurem Laptop, auf eurem iPad auch einfach zu Hause mal durchklicken könnt. Dieses Programm informiert den Piloten der 737NG jetzt über die Veränderungen, die man gemacht hat von der NG zu 737 MAX. Und das ist erst einmal ja auch gar nichts Schlechtes. Diese CBTs sind immer recht umfangreich. Für ein solches CBT, also für diese Difference-Schulung von der 737NG zu 737 MAX, werden etwa 4 bis 6 Stunden angesetzt. Ist aber dann auch immer so ein bisschen abhängig von den eigenen Vorlieben. Denn wie gesagt, das muss man nicht bei der Airline vor Ort machen, sondern das kann man auch zu Hause machen. Zu Hause auf dem Sofa, auf seinem iPad. Das heißt, man kann sich da wirklich extrem viel Mühe geben, sich zu allen Sachen Notizen machen oder aber man klickt das abends beim Essen, am Fernseher irgendwie mal nebenbei durch. Also man kann das, wenn man möchte, auch relativ entspannt machen. Das reicht dann also aus, um einen Piloten mit einem 737 Type Rating fit zu machen für das neue Flugzeug. Und das ist schon beeindruckend, oder nicht? Und dementsprechend ist die Motivation seitens der Fluggesellschaft, hier einen teuren Full-Flight-Simulator, also einen großen Simulator anzuschaffen für die 737 MAX, kein Poster oder sowas, da ist die Motivation natürlich relativ gering, weil er wird ja für die Schulung auf dieses Flugzeug wird er gar nicht benötigt.
Denn es ist ja vollkommen klar, beziehungsweise da möchte man als Flugzeughersteller selbstverständlich auch darauf hinaus, ist ja ein Verkaufsargument, dass man Flugzeuge so ähnlich wie möglich baut, damit gleiche Piloten die Maschinen fliegen können. Das hat natürlich noch ganz viele andere Vorteile, aber erst einmal für das Training bedeutet das, die Fluggesellschaft muss sich einen solchen Simulator nicht anschaffen. Das spart massig Geld, aber so ein Level D beziehungsweise Typ 7 Simulator, der nimmt nicht nur viel Platz weg und kostet ganz schön viel Geld, der kostet mehrere Millionen, sondern so ein Ding muss auch bestellt werden, wie ein echtes Flugzeug, muss zertifiziert und registriert werden wie ein echtes Flugzeug und wird auch in regelmäßigen Abständen von den zuständigen Behörden immer wieder überprüft. Also, das ist ein sehr, sehr cooles, aber auch verdammt teures und aufwendiges Spielzeug. Level D bzw. Typ 7 ist dabei der aktuell höchstmögliche Standard bei solchen Flugsimulatoren. Das sind ganz einfach gesagt diese riesengroßen Kisten von Flugsimulatoren, die sich bewegen und die werden eben in solche Kategorien eingeteilt. Das definiert sich darüber, zu welchem Prozentsatz in bestimmten Fluglagen, in bestimmten Flugzuständen dieser Flugsimulator auch wirklich das echte Flugzeug abbilden kann. Also der muss zu einem bestimmten Prozentsatz in diesen Flugsituationen sich wirklich identisch anfühlen mit dem echten Flugzeug, das er simulieren soll. Und genau da entsteht jetzt eben eine Problematik. Jetzt haben zwei Unfälle und verschiedene Zwischenfälle gezeigt, dass sich eine 737 MAX in verschiedenen Flugsituationen eben nicht so anfühlt wie ein Vorgängermodell. Was wiederum bedeutet, dass in Zukunft für die Schulung von 737NG-Piloten auf die 737 MAX wohl kaum ein CBT ausreichend sein dürfte. Genauso wenig ist dann aber auch ein 737-800 Simulator beispielsweise ausreichend, um neue Piloten für die 737 MAX zu schulen. Genau so wurde das ja aber bis jetzt gehandhabt. Und jetzt kommt zu allem Überfluss auch noch dazu, dass man herausgefunden hat, dass die wirklichen 737 MAX Simulatoren, von denen es aber aktuell auf der ganzen Welt nur knapp eine Handvoll gibt, dass sich in diesen Simulatoren in bestimmten Flugzuständen eine Fehlfunktion des MCAS aber auch nicht so anfühlt wie in einem echten Flugzeug. Und an der Stelle wird es dann langsam wirklich interessant. Ich habe das eben schon mal angedeutet, zu einem Level D bzw. Typ 7 Simulator, also zu einem Simulator der höchsten Kategorie, des höchsten Standards, der beispielsweise für ein Type Rating auch größtenteils genutzt werden muss, zu einem solchen Simulator gehört das absolut realistische, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, realistische Abbilden von Steuerdrücken, also das realistische Abbilden des Feelings, was man beim Flugzeugfliegen hat, das gehört da einfach mit dazu. Das nennt sich dann Control Loading. Und wenn das im Simulator nicht so funktioniert, wie das eigentlich sein sollte, dann ist das quasi ein Kriterium dafür, dass dieser Simulator eben kein Level-D-Simulator mehr ist. Mittlerweile soll es tatsächlich auch hier bei dieser überschaubaren Anzahl an wirklichen 737 MAX Simulatoren, mittlerweile soll es auch hier ein Software-Update gegeben haben. Ein Software-Update, das dafür sorgt, dass sich das Flugzeug bei einer Fehlfunktion des MCAS auch wirklich so anfühlt wie das echte Flugzeug. Okay, aber selbst das ändert ja nichts daran, dass ein Pilot der 737 MAX diesen Simulator in seiner ganzen Karriere nicht ein einziges Mal von innen sehen muss. Es hängt jetzt also tatsächlich an den zuständigen Luftfahrtbehörden. Entscheidet die FAA jetzt darauf, dass für das Training eines 737NG-Piloten auf die 737 MAX Simulatorstunden auf einem 737 MAX Simulator benötigt werden? Naja, da müssen jetzt erstmal ganz neue Trainingsprogramme geschrieben werden, es müssen Simulatorplätze gebucht werden in dieser geringen Anzahl an verfügbaren Simulatoren, es müssen eventuell neue Simulatoren gebaut werden für die verschiedenen Fluggesellschaften und es müssen dann erst einmal Trainings veranstaltet werden. Und bevor wir das vergessen, solche Trainingsprogramme für die entsprechende Umschulung, sowas muss ja auch erstmal alles wieder zertifiziert werden. Also, das ist ein Kosten- und Zeitaufwand, der hier sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Das ist ein Aufwand, der auch sicherlich ein entscheidender Punkt dafür ist, wie schnell dann die 737 MAX letztendlich wieder in die Luft kommt. Die Macht liegt hier jetzt tatsächlich bei den Behörden, ob sie das Training so lassen wollen oder ob sie hier etwas verändern. Einige Fluggesellschaften sollen wohl tatsächlich schon Plätze in einem solchen 737 Simulator reserviert haben für ihre Piloten, damit sie zumindest, wenn dann wieder grünes Licht für die 737 MAX rausgegeben wurde, damit sie zumindest eine Handvoll Piloten mit diesem Flugzeug direkt mal wieder in die Luft schicken können und dann Stück für Stück hinterher trainieren können. Dass es hier zu einem Stau kommt, das ist also unvermeidbar. Eine interessante Sache eventuell nochmal dazu, dass Piloten für die verschiedenen einzelnen Versionen ihres Flugzeuges nicht nochmal entsprechende Simulator-Trainings absolvieren müssen, das ist aber tatsächlich mit der 737 MAX nichts Neues. Also das gibt es auch mit anderen Flugzeugen. Beispielsweise ein Type Rating auf dem Airbus A319, A320 und A321. Also auch ein Type Rating, das verschiedene Versionen des Flugzeuges umfasst, das kann man auch komplett auf einem A320 Simulator absolvieren.
Also das ist hier vielleicht nochmal ein bisschen besser nachvollziehbar, weil das Cockpit des A320 und das des A321, da gibt es nur ganz geringfügige Unterschiede. Nichtsdestotrotz ist der A321 knapp 7 Meter länger und kann beim Start auch fast 20 Tonnen mehr wiegen. Also es ist schon ein Unterschied, es ist ein anderes Flugzeug. Es gibt zwar trotzdem Level D bzw. Typ 7 Simulatoren für den Airbus A319 oder auch für den A321, diesen muss man für das Training oder für das eigentliche Type Rating aber nicht benutzen. Tja, soviel erst einmal dazu. Jetzt gibt es einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, der beschreibt, dass zu diesem eventuellen Aufwand, den man beim Thema Training bei der 737 MAX jetzt nochmal betreiben muss, also diese ganze Thematik, über die wir uns eben unterhalten haben, dazu kommt jetzt noch ein wirklich großer Aufwand, ein großer Kosten- und Zeitaufwand, um jedes einzelne Flugzeug von den knapp 380 Maschinen, die aktuell am Boden stehen, da muss man jetzt nochmal einen riesen Aufwand betreiben für jedes einzelne dieser Flugzeuge, um die Maschine quasi wieder zu reaktivieren nach der ganzen Zeit. Bevor das Flugzeug wieder in die Luft kommt, müssen die einzelnen Maschinen komplett durchgecheckt werden. Die Triebwerke müssen gecheckt werden, Betriebsflüssigkeiten müssen getauscht bzw. erst einmal wieder in die Flugzeuge eingefüllt werden. Und natürlich muss auch das Software-Update für das NCAS, das muss erst einmal aufgespielt werden und auch entsprechend getestet werden. Und das sind natürlich alles Maßnahmen, mit denen man erst dann beginnen kann, wenn es von der FAA bzw. von der EASA grünes Licht für die Wiederinbetriebnahme der 737 MAX gibt. Und wer weiß, wie lange das noch dauert. Also wenn die Maschine mit Update dann zugelassen und abgenommen ist, dann wird es trotzdem noch eine ganze Weile dauern, bis die einzelnen Flugzeuge bei den Fluggesellschaften wieder unterwegs sind. So viel erst einmal dazu. Gut, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Matteo, an Matthias, an Klaus und an Kevin. Vielen lieben Dank an euch für eine wirklich großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Freue ich mich sehr drüber und damit helft ihr mir und dem Kanal auch sehr. Generell muss ich mal ein großes Dankeschön rauslassen an alle, die bei dem ersten Livestream mit dabei waren. Also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich finde, das hat echt ganz gut funktioniert und ich war extrem positiv überrascht, wie auch das Feedback von euch dann war. Also wirklich cool. Vielen lieben Dank dafür. Und das machen wir auch auf jeden Fall bestimmt noch diese Woche. Da machen wir das auf jeden Fall nochmal. Und dann mal schauen, wie wir das dann machen mit Nachbesprechung von einem Video oder sowas. Wir nehmen uns auf jeden Fall das nächste Mal ein Thema mit und dann gehen wir das auch mit den Fragen alles mal so ein bisschen vernünftiger durch, aber das kriegen wir schon alles noch hin. Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert, dass wir da was Vernünftiges draus machen und freue mich drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.